Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht's mit Slobaka Games. So, und am Anfang nochmal, sorry liebe Leute, gestern ist die Folge ausgefallen, dafür habt ihr, die meisten von euch, ja immerhin 3 Stunden Livestream, den ihr noch nachschauen könnt oder konntet. Also tut mir leid, es hat am Abend nicht gereicht, deswegen habe ich dieses entspannende Gorogoa aufgenommen. Aber jetzt geht's hier weiter. So, ich habe schon mal in Abwesenheit von euch hier die Produktion gestartet, bevor ich das vergesse, von unserem Football Champion 83, unserem ersten Sportspiel. Und, ich glaube, das war's schon, was ich gemacht habe. Hier machen wir gerade ein Update nochmal für Jurassic City. Wir erforschen Wirtschaftssimulationen, aber ich habe geguckt, was eigentlich dran wäre. Und mal abgesehen davon, dass das auch noch im Trend ist, das Action-Genre, wir haben bisher erst ein Action-Spiel gemacht, und zwar Nunchaku. Und das ist eins der besten, die wir überhaupt jemals gemacht haben, muss man sagen. Obwohl, na, hier ist auf Platz 4. Aber bei den Originalspielen steht es direkt hinter Drive-By-Shooting. Ja, also da sollten wir vielleicht nochmal dran denken. Wir müssen nicht unbedingt einen Nachfolger machen, aber ich glaube, ich möchte ein neues Action-Spiel machen. Und was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, das habe ich auch im Livestream gemacht, das ist sehr hilfreich, mehrere Produktionsabteilungen bauen, um die Sachen immer automatisch nachproduzieren zu lassen. Und das könnten wir am besten eigentlich hier oben machen. Ich befürchte ein bisschen, also wir könnten hier noch eine zweite Lagerstätte reinpacken, aber eigentlich ist es da oben super. Ich hoffe nur, dass wir da das nicht vergessen mit der Zeit. Aber ich mache das jetzt mal und hoffe, dass das cool ist, weil, und wir machen es mal ruhig ein bisschen, ich glaube, wir brauchen 5er Länge und wir machen es mal ein bisschen breiter, obwohl wir brauchen da nicht so viel. Machen wir mal 5x8 und nochmal, achso, ja, das müssen wir nacheinander machen. Kann man eigentlich Gebäude kopieren? Ich glaube nicht, ne? Das müssen wir mal gucken. Und da kommen dann einfach 2 Maschinen, reichen völlig aus, glaube ich. Falls sich hier mal jemand hin verirrt, soll er ein Medizinschränkchen kriegen. Aber ansonsten brauchen wir hier eigentlich keine Medizinschränkchen. So, das muss auch nicht schön sein. Hier arbeitet ja keiner. Und das Gleiche würde ich gerne... Darf ich das kopieren hier? Nee, ne? Automatisch. A, B, Raum umbenennen. Raum umgestalten. Nee, kann ich nicht. Aber gut, es dauert ja nicht so lange. Wir machen davon 2. Die sehen genauso aus. Da kommt auch nur eine Heizung rein nach wie vor. 2 Maschinen. Passen noch haufenweise mehr rein, sollte das irgendwann nötig werden. Und machen wir mal 2. Komm. Oder ist da schon eine? Ja, okay, da haben wir auch 2. Und dann können wir nämlich sagen, also jetzt gerade machen wir Football Champions hier unten, aber Jurassic City ist auch schon nah am Ende. Und jetzt sagen wir hier mal Jurassic City bitte nachproduzieren, und zwar immer so, die verkaufen noch 10.000, dann sagen wir doch mal, wir machen das mal mit 24.000 und hier irgendwie nicht so viel. Hier nur 3.000 und hier nur 1.000. Na, komm. Und dann automatisch nachproduzieren. Und das gleiche machen wir für Knight's Land. Da machen wir es noch ein bisschen kleiner. Da machen wir nur noch 10.000. Und 2 und 1. Und automatisch nachproduzieren. Und dann sollte er das eigentlich automatisch machen. So. Dann geht es jetzt erstmal weiter. Ach so, genau. Eine Sache habe ich noch gesehen. Wir haben hier in der Marketingabteilung nur 2 Leute sitzen. Und wir haben hier ziemlich gute Leute sitzen. Nämlich hier ein 70er. Der kommt mal mit dazu, weil die Werbeabteilung hat noch nicht für... Ist das schon das Ende? 3.600 hat es nur verkauft. Oh, das ist natürlich bitter. Das ist bitter, aber die Werbeabteilung ist einfach nicht fertig geworden hier mit dem Hype. Das liegt bei 13 Hype. Das ist nicht gut. Na, müssen wir mal schauen. Deswegen würde ich die gerne hier verbessern. Und wir haben hier noch einen 60er, auch nicht schlecht. Und wir haben hier noch einen 66er, auch nicht schlecht. Jetzt gucke ich mal, ob wir hier ganz schlechte haben. 36, dann kommst du zurück auf die Schulbank. Und 70 ist gut. Dann sollten das die sein. Und wir schauen mal hier unten in der Hauptabteilung, ob wir da auch noch schlechte haben. 47, naja. 38 müssten wir eigentlich rausschmeißen. 37 schmeißen wir auch raus. 37 kommt auf die... Ach nee, nicht für die Game Designer. Hier rein kommst du.
Und du kommst hier auch weg. Und dann müssten wir es eigentlich umdrehen, dass nicht die das leiten und die unterstützen, sondern andersrum. Oder vielleicht schmeißen wir sogar den noch da hinten rein und dann brauchen wir nur einen Raum. Sobald es fertig ist, würde ich sagen, machen wir das. So, neue Forschungsmenschen bräuchten wir eigentlich auch mal irgendwann. Die sind mir zu langsam. Also 3-6 schockiert mich jetzt geradezu. Muss ich sagen. Gameplay verbessern können wir natürlich nicht machen. Ich wollte sagen, Spielbericht haben wir gemacht, ne? Wunderbar. Okay, jetzt sind wir immerhin bei 7-6 und jetzt ist auch das Ding fertig. Und hier arbeiten angeblich noch zwei Leute. Passen die hier hinten noch rein? Ja. Wer ist denn der zweite? Wo ist er denn? Auf dem Klo wahrscheinlich, ne? Nee. Da ist dreckig auf dem Klo auf jeden Fall. Da. 35. Du müsstest eigentlich auch nochmal was lernen, aber für dich haben wir keinen Platz mehr. Na gut, dann kommst du erstmal hier rein. Dann brechen wir hier die Unterstützung ab. Und dann ist die Frage, ob wir dann nochmal eine 500.000 rein investieren, wo das nicht so gut anläuft. Bin ich mir nicht sicher. Außerdem müsste ich hier jetzt nochmal einmal abbrechen und einmal gucken, ob es noch irgendwas gibt. Nee, es gibt nur das Genre, dann macht ihr damit weiter. Und wir werden aber ein neues Action-Spiel entwickeln und dafür machen wir erstmal die Engine. Und updaten unsere alte 7-Feature-Engine mit moderner Blockgrafik, Stereo-Sound, Primitiven und so weiter, ihr wisst schon. Mit 11 Features mittlerweile und die wird auch umgewandelt vom Apple Plus auf den, wollen wir gleich auf den C64 gehen, nee, wir machen es für den PC auch. So, und die ist auch nicht mehr zum Verkauf, es will eh keiner unsere Sachen. Und dann, während die das machen, schauen wir hier nochmal rein, weil ich glaube, auch hier sollten wir 53, 59, naja, 48, okay, ihr könnt noch ein bisschen üben. Grafikdesign 42, was haben wir da? Skilltree und Tag-Nacht-Zyklus, ach verflixt. Grafikdesign 50, dann müsst ihr kurz aufhören. Denn wir machen erst was anderes. Und die Gameplay-Features brauchen wir natürlich. Haut rein, Jungs. Brauchen eine neue Forschungsabteilung. Ihr kriegt noch einen Stuhl da rein. Ein Tisch auch. Hier. Ist das nicht schön? So, und dann wäre es schön, wenn wir mal einen... Ach, wir haben sogar noch einen fetten Game-Designer hier. Den holen wir uns auch noch. Bruce Schell. Ich glaube, den habe ich beim letzten Mal nicht reingeschmissen, aber da das Gameplay immer wieder schlecht ist, wollen wir hier nochmal gucken und immerhin 37er Wissenschaftler, der kommt noch mit dazu. So, und das Ding könnten wir eigentlich fast, ja, wir könnten es auch dicht machen. Die 6 sollten eigentlich jetzt gut was hinkriegen. So, jetzt sind die Verkäufe bei 11.000. Und ihr könnt hier Spiel produzieren, Football Champions, immer bei 25.000, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wann es genau startet, also wann die genau dann anspringen hier. Aber ich denke, bei dem Verkaufsstand momentan muss man das hier nicht so weit machen. Gut, ihr seid noch dabei, dann machen wir noch ein Update. Wenn wir noch eins haben, machen wir direkt eins für Football Champion, wenn das so schlecht ankommt hier. 10.000, naja, vielleicht ist das auch so ein... Vielleicht läuft der so langsam an, aber kommt dann. Vielleicht kommt es dann hinterher. Ja, und natürlich brauchen wir... das habe ich die Automatik nicht angemacht. Tag-Nacht-Zyklus ist jetzt beim Actionspiel auch nicht der Brüller, ne? Aber wer weiß. Wenn man mit dem Flugzeug so durch die Gegend fliegt, ist vielleicht auch cool, wenn es mal Nacht wird. Sie sind begeistert von Jurassic City. Das ist doch schon 23 Monate auf dem Markt. Nee, Wochen. Immer noch 10.000. Das liegt mittlerweile bei 6,2 Millionen. Das hier bei 11,2. Und Football Champions ist echt nicht so gut. So, macht hinne. Wir müssen das noch einbauen. Oh nein, jetzt gibt es auch noch Laserpistolen-Support und Tutorials. Okay, den Tag-Nacht-Zyklus machen wir noch zu Ende. Und ich glaube, dann machen wir erstmal das Action-Spiel. Tutorials ist wirklich was... Das ist was für die Zukunft. Obwohl Laserpistolen-Support für ein Action-Spiel natürlich ziemlich geil wäre. Könnt ihr nicht unterstützen hier? Nee, könnt ihr nicht. Ja, das dauert mir zu lange. Komm, wir machen ein Action-Spiel jetzt. Also, neues Spielchen.
Entweder mit Lizenz, aber ich glaube, mit der Drivers-Lizenz könnten wir es machen. Ja. Oder mal ein Actionspiel in dem gleichen Setting. Wir haben gerade Knight's Land und davor hatten wir Dinosaur Land. Und wir könnten natürlich ein Actionspiel, ein Dinosaurier-Actionspiel auch machen. Ich guck mal einmal in die Themen, was wir da so haben. Weil wir haben jetzt ziemlich viel. Boah, vielleicht mit Schleichen zusammen. Warte mal, gibt's Schleichen? Ist natürlich kein pures Actionspiel dann mehr. Aber gefällt mir eigentlich cooler. Gibt es sowas wie Schleichen? Spionage nehmen wir sonst. Schleichen gibt es natürlich nicht. Ist ja auch kein Thema in dem Sinne. Aber Auftragskiller und Spionage, das ist nicht schlecht. Also ich meine, es ist eigentlich mehr so ein James-Bond-Thema, ne? Also vielleicht machen wir noch ein zweites Ding dazu. Es könnte, wenn wir einen Action-Plattformer machen, könnte das sowas sein wie hieß denn das? Mission Elevator oder so ähnlich? Ich glaube, so hieß das Ding. Wo man so hoch und runter laufen muss, Leute umbringen und auch ein bisschen rätseln. Ich gucke jetzt noch einmal, ob wir hier was haben, was Richtung James Bond geht. The Red, The Sinister Seven. Nee, haben wir nicht. Okay, dann brauchen wir keine Lizenz, dann machen wir das selber. Und zwar mit dem Auftragskiller und dem Spion. Jetzt müssen wir mal überlegen. The Spy Who Loved Me. Ist es natürlich nicht. Das können wir jetzt nicht einfach so kopieren. Also es müsste eigentlich so wie die Hitman-Reihe sein, aber noch weit bevor die Hitman-Reihe rausgekommen ist. Sowas in der Richtung. Und da das ja damals viel stärker beschränkt war, in Russian Bunkers vielleicht. Da müssten wir eigentlich Bunker machen. Da müssten wir, warte mal, wir machen jetzt Spionage und Bunker. Ah, jetzt zeigt es auch grün an hier. Ach so, weil wir das da schon haben. Dann mache ich da zuerst die Bunker und dann hier die Spionage. Das finde ich gut. So. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Wunderbar. Ist natürlich für alle wieder. Nee, ist für Teenager jetzt. Ab 12 ist das Ding. Heißt in Russian Bunkers. Und wir nehmen trotzdem die Action Engine und machen das für den PC, für den Apple Plus, für den C64 schon und für den Rodovin. Ah, der Arcade 2640 ist jetzt besser als der Rodovin. Kam 82 raus. Das Ding ist schon von 78. Ja, komm, wir produzieren für die Zukunft, würde ich sagen. Haben wir hier sonst noch was, was groß wird? Naja, der Atari 1850 vielleicht auch. Magna Olympus war auch ein großes Ding, oder? Da gibt es auch schon 24 Spiele, aber der ist schon alt. Ne, wir machen das für die neuen Sachen. Der CV22 nicht, aber den nehmen wir den Arcade 2640 und packen den dafür rein. Aber für den C64 machen wir auch schon was. So. Tja, da hätte ich jetzt natürlich sehr klug wieder Nunchaku mir zumindest mal angucken können. Aber habe ich nicht gemacht. Aber wir werden es rausfinden. Das hier ist... Ach so, das ist das Spielkonzept jetzt. Okay, da ist da alles glatt. Und hier ist das auf, was ist das? 4 und das ist 7, oder was? Kann ich doch im Spielbericht viel besser sehen. Ach, warte mal. Ist der zu sehen, der Spielbericht hier? Nee, da ist eine Spielbeschreibung. Ach, die können wir da noch eintragen. Auch nicht schlecht. Aber hier, wenn ich den Spielbericht nehme, dann kann ich es besser sehen. Nehmen wir das mal. Also 7, 3, 7, 7, 7, 10, 40, 30, 20. 10 nur auf Gameplay. 40, 30, 20. Stell es erstmal so ein. Und hier war es 7, 7, 4, 7. Nee, das stimmt nicht. 7, 7, 3, 7. 2, 7 wahrscheinlich, ne? Oh Mann. Mein Gedächtnis. 3. Jawohl. Aber es ist alles falsch. Insofern schauen wir uns erstmal die Berichte hier an. Und wir müssen noch ein bisschen abändern, weil es ja auch ein Plattformer ist. Insofern müssen wir uns da nicht voll drauf verlassen. Also begeistert, begeistert, zufrieden, begeistert, begeistert, begeistert. Mehr Optik, mehr Story, mehr Content, mehr Spieltiefe,
mehr Core Gamer. Optik, mehr Story, mehr Content, mehr Spieltiefe, mehr Core Gamer. Mehr Optik, mehr Story, mehr Content, mehr Spieltiefe, mehr für Core Gamer. Mhm. Tatsächlich ist die Optik, naja gut, wenn es jetzt beim Action nicht um Gameplay geht, aber eben wie gesagt, der Plattformer, da ist Gameplay wieder wichtiger, würde ich sagen. Ich mache mal hier zumindest mal 5% obendrauf. Wir sind eh immer so schlecht beim Gameplay, deswegen nehmen wir auch noch beim Sound einen raus und bringen da noch was dazu. So, und dann, naja, mehr Spieltiefe, mehr Content. Machen wir ein bisschen mehr Content. Machen es noch ein bisschen schwieriger. Okay, probieren wir es mal so. Und dann haben wir hier 18 Features schon drin. Also wir sind jetzt fast bei 20 und ich habe hier vergessen, auf Bit Plus zu gehen. 18 Sachen mit Skill Trees. Das ist natürlich super auch für unser Spiel jetzt hier, für den Agenten, den wir da drin haben. Und Tag-Nacht-Zyklus macht auch jetzt sehr Sinn, weil wir eben Spionage sind. Also im Spionagebereich. Und da ist das eindeutig sehr wichtig, ob das Ganze am Tag oder in der Nacht passiert. Na, da war ich auf den falschen Tasten. Auf geht's. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt bitte mal direkt loslegen. Und gleich TV und gleich für In Russian Bunkers hier ein bisschen Werbung machen. Und jetzt zu 6 hoffentlich ein bisschen schneller. Laserpistolen-Support. Ey, das wäre natürlich auch cool gewesen. Aber das machen wir dann in irgendeinem Western-Spiel oder sowas. So, wo liegt Football Champions? Bei 11.000. Das ist gefallen. Aber hier, jetzt haben wir keine Probleme mehr mit irgendwelchen Produktionsgeschichten. Und wir sparen einfach hier auf das große Ding, würde ich sagen. Das läuft alles. Die unterstützen. Die sind gleich fertig. Also gleich fertig ist übertrieben, aber trotzdem. Alles gut. In der Zwischenzeit wollte ich noch einmal sehen, was unsere umsatzstärksten Spiele eigentlich waren. Ah ja, das ist jetzt schon das umsatzstärkste hier. Knights Land Forward in Time ist mit 11,6 Millionen ganz vorne dabei, zusammen mit Drive-By Shooting. Jurassic City kommt da nicht ran. Das ist jetzt bei 7,1, wobei die haben noch ein bisschen Zeit. Schauen wir mal. Also 11,6 ist das Beste, was wir bisher erreicht haben. Naja, die Rollenspiele sind wahrscheinlich auch ein bisschen langlebiger, könnte ich mir vorstellen. Das kann man später auch noch spielen. Actionspiele geht schnell vorbei. Aber hier mit... Achso, ja, scheiße. Ich wollte ja... Ups, scheiße. Jetzt habe ich es schon zweimal gesagt. Ich wollte ja das Tauchen-Thema machen. Mit euch wieder. Da hattet ihr doch was vorgeschlagen. Ach, ich bin ja doof. Das kommt davon, wenn man immer so spät aufnimmt und dann Sachen vergisst. So, Wirtschaftssimulation weitermachen. Läuft alles, würde ich sagen. Wir haben gar nicht so viele. 550.000 Einheiten haben wir noch. Aber läuft alles nicht schlecht. So, wie ist bei euch, bei den Game-Testern? Gibt es da bessere hier? 51, 44, nicht so gut. 48, macht schön weiter. Macht schön weiter. Wir haben noch einen guten Designer hier oben reingeschmissen. Ich hoffe ja wirklich, dass das uns mal im Gameplay ein bisschen nach vorne bringt, wobei eben jetzt beim Actionspiel das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Zu sehr für Casual Gamer, das Football Champion. Naja gut, wenn du das sagst. In Russian Bunkers, einer deiner Grafiker, hat in seiner Freizeit die Arbeit am aktuellen Spiel fortgesetzt. Dadurch wurden viele minderwertige Grafiken verbessert. Plus 67. Warum lasse ich eigentlich nicht schnell laufen? Bis nun. Ja, schön weitermachen. Okay, ihr seid im Gameplay schon mal ganz vorne dabei, obwohl wir das tief angesetzt haben. Grafik-Sound muss noch ein bisschen nachlegen, aber das kommt schon noch. Da kommen noch einige Specials hier. Alter, jetzt geht's aber los. Okay, 2D 8-Bit-Grafik haben wir. Das, weiß nicht, ob wir das erste Mal in der Wirtschaftssimulation machen wollen. Da braucht man ja jetzt nicht die fette Grafik eigentlich. So, das Ding ist auch durch. Da machen wir direkt vielleicht noch eine weitere. Da müssen wir einmal gucken. Wo liegen wir denn da? Bei 47.
Ja, komm, wir geben jetzt das Geld aus für das Ding. So, die Wirtschaftssimulation ist durch. Wir haben ein neues Engine-Feature. Also, es geht gut los. Gut weg mit den Bugs. Vielleicht sind wir alle gleichzeitig da. Und jetzt haben wir auch 8-Bit-Sound. Ey, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab hier. So, einmal Russian Bunkers, einmal Football Champion, einmal Jurassic City. Und dann raus auf den Markt. Ach, und ich wollte ja noch was anderes machen. Verflixt, das habe ich vergessen. Wartet. Noch 16. Geht gerade noch so. Football Champion hat noch 51.000 auf Lager. Knightlands Forward in Time ist quasi durch. Denn ich habe gesehen, also wir können das Ding abbrechen, die Automatik können wir beenden und wir können das Spiel vom Markt nehmen, denn es ist vorbei. 12 Millionen ist unsere neue Top-Marke. Das ist doch cool. Weil ich habe gesehen, wir können doch Game Bundles machen. Ich dachte, es geht noch nicht. Aber, also alle Games, die wir als Budget Games veröffentlicht haben, die können wir hier dann als Bundles verkaufen. Und deswegen müssen wir unbedingt unsere ganzen Spiele mal als Budget Game auf den Markt bringen, weil langsam werden die ein bisschen arg alt. Und wir machen das mal nach Erscheinungsdatum und bringen erstmal die alten Dinger. Also zum Beispiel hier diese drei Adventures müsste man mal als Bundle rausbringen, auf jeden Fall. Wir fangen mal an mit Auf der Mauer, auf der Lauer in der Silver Edition und wir machen das jetzt auch billig. In Schwarz-Weiß machen da nicht so viel Gewinn, aber das ist überhaupt kein Problem. Kommt schon, das Ding kommt in 2 Wochen. Und dann bringen wir gleich die anderen auch hinterher raus, weil ein bisschen braucht es ja vielleicht noch. So, Auf der Mauer, auf der Lauer kommt raus. Land der Sünde kommt raus als Silver Edition. Genau, auch für 5. Das kommt in 3 Wochen. Dann bringen wir in 4 Wochen unser Candlelight Dinner raus, auch in der Silver Edition, auch für 5. Und wir bringen dann in 5 Wochen auch noch das letzte der 3 Adventure, Messy Island, in der Silver Edition raus, auch das für 5. Und das kommt in 5 Wochen. Jetzt müssen wir uns nur... Hier ist jetzt ein bisschen eng, aber jetzt können wir uns hier das zusammenbauen. Was kommt jetzt als erstes auf der Mauer, auf der Lauer? 25.000 Stück, machen wir mal 20, ohne Automatik. Und wenn das durch ist, und das wird wahrscheinlich durch sein, bevor das durch ist, bauen wir die nächsten. Candlelight Dinner, 20.000. Also ist jetzt gar nicht das nächste, aber trotzdem. Da machen wir auch keine Werbung vor. Die haben eh schon einen gewissen Hype. Die sind durch hier, oder? Ah, ihr seid noch nicht mit dem Sound fertig. Ah, wir müssen die Soundabteilung vergrößern. Na gut, dann produzieren wir hier nochmal weiter. Machen von Land der Sünde auch nochmal 20.000. Jetzt ist die Soundabteilung am langsamsten. Jetzt haben wir uns wenigstens ein bisschen verbessert, aber gut. Wir könnten hier schon mal die Unterstützung abbrechen und dafür schon mal ein Update nochmal machen. Für beides nochmal. Einmal für Jurassic City. Und wenn ihr nicht so weit kommt, dann machen wir jetzt von Messy Island auch noch die 20.000 fertig. Jetzt ist Budgetrunde hier. So, haut rein, Jungs. Ihr seid echt die Letzten. Aber so richtig, also jetzt brauchen auch die Updates ganz schön lang, ne? Wenn man sich das anguckt, das dauert schon. So, jetzt geht's aber los. So, das erste Auf der Mauer, auf der Lauer startet mit 250 Verkauften. Das zweite startet auch mit 232 immerhin. Aber gut, wir verkaufen die alle, dann machen wir große Bundles, unser großes Adventure-Bundle und so weiter. Das machen wir jetzt öfter, dass wir die alten Dinger rauskriegen und dann auch wirklich drauf achten, wann das jetzt rauskommt. Also wann wir erlaubt sind, es rauszugeben. Jetzt sind wir, glaube ich, soweit. Die haben ordentlich noch hinterhergearbeitet. Das müsste ein Knaller werden. In Russian Bunkers werden wir selbstverständlich selbst vertreiben. Wieder mit der kolorierten Anleitung.
und wieder mit der Sammelfigur. Ich glaube, das ist mal ein Spiel, das kostet schon mal ein bisschen mehr. Das kostet 34. Ah, haben wir das bei Knightsland auch gemacht? Ich glaube ja, ne? Das kommt aber jetzt schon in 2 Wochen raus oder vielleicht sogar in einer. 2 Wochen, sagen wir mal. So, das erste Mal Spionage, das erste Mal Bunker, das erste Mal Skill Trees, das erste Mal Tag- und Nachtzyklus bei diesem Action-Plattformer. Davon gibt es 3. Aber schauen wir mal, wie gut es geworden ist. Es ist ab 12. Und es schnellt nach oben, aber es kommt nicht auf die 90, aber auf eine 88. Immerhin, 88% Gameplay. Ich hätte es noch weiter hochziehen können. Beim Gameplay trifft Innovation die Perfektion. Große Schwächen sind nicht zu erkennen. Ist mein System kaputt? Bisher gab es darauf noch nie eine so perfekte Grafik. Machen wir uns nichts vor, der Sound definiert die Spielindustrie neu. Besser geht es nicht. Mehr Immersion gab es bei keiner Steuerung zuvor. Fazit, ein großartiges Spiel, das in jede Sammlung gehört. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Football Champion. 7000, 3000. Wir müssen das mal... Ach nee, Quatsch. Wir sind ja hier durch. Dann machen wir das direkt so. Obwohl, nee, wir machen es hier einmal ohne Automatik. Machen direkt mal 200.000 Stück. Und hier vielleicht so, ja, 46 ist nicht schlecht. 23. Dann hat er erstmal was zu tun und die Automatik machen wir dann ein bisschen kleiner. Außerdem macht ihr natürlich wieder einen Spielbericht davon. Und die Werbegeschichte läuft noch. Ihr müsst warten auf den 8-Bit-Sound. Das heißt, ihr macht jetzt nochmal ein Update für Football. Nee, für... Ja doch, die machen für Jurassic City da oben. Und wir machen jetzt eins für Football 83. Das natürlich die neuen... Nein, es ist noch 83. Also es kann auch nicht das Update fürs nächste Jahr sein. Aber vielleicht haben wir noch eine kleine Lizenz mit dazu. Oder es gibt eine... Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Und wir müssen uns um unsere Soundabteilung kümmern. Die müsste eigentlich größer werden. Wir könnten der Grafikabteilung noch ein Stück wegnehmen, aber ich glaube, da passt auch nicht so viel mehr rein. Neue Engine ist verfügbar, ja gut. Also wir können hier noch so 2 Soundleute reinsetzen. Wir sind jetzt bei 43 Millionen, ich mache das mal. Also es ist alles pro forma und sobald wir das große Ding kaufen, dann bauen wir noch einmal so richtig um. Aber hier nochmal so 2 Leute oder 3. Schauen wir mal, ob wir hier 3 reinkriegen. Ich glaube ja. Das ist doch wunderbar. Schränke kriegt ihr nicht. Ich muss erst mal gucken, wo die Heizungen hinpassen. Das sollte reichen. Nein, Müll. Heizung reicht. Okay. Dann kriegt ihr noch eine coole Lampe, wenn ihr eine wollt, in die Mitte. Und vielleicht ein paar Schränke auf die andere Seite. Geht nicht ans Fenster, ne? Ja, warte mal, die... Das, na ja, okay, das kann ich mal hier drin machen. Mülleimer noch hier hin. Okay. Pflanzen braucht ihr nicht, ne? Aber wir haben noch eine Heizung in der Hand. Kommt die dahin? So, und dann können wir gucken, ob wir hier jetzt von Musik und Sound 57 immerhin... 72, der ist schon gut geworden hier, der Junge. Mann, und irgendwo steht noch einer. Der gehört da dazu. Da, die ist krank gerade. Musik und Sound 53. Hol's dir hier hinten. Hier gibt's bestimmt auch irgendwo. Ja, da gibt's auch Medizinabteilung. Und hier, Medizinabteilung ist gut. So nennt es der Chef. Die Medizinabteilung hängt im Flur. So, und ich glaube, wir brauchen auch hier noch einen Sputnik 3000. Weil ich sehe, hier ist Dreck. Okay. Gut, gut, gut. Macht weiter. Wie sieht's aus? Candlelight Dinner? Ne, Moment, wo ist es denn? Hier unten. Jetzt müssen wir runtergehen. In Russian Bunkers. Bestellung 4000. Lagerbestand 70.000. Aber du hast es schon gebaut, oder? Du bist dabei. Wieso haben wir denn schon 4000 Bestellungen? Ach so, die haben vorbestellt. Schaut mal, das ist, hat wirklich einen Hype von 100. Die haben schon bestellt, bevor es rausgekommen ist. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Sehr schön. Okay, aber das ist gut. Die Fans sind begeistert von der Grafik. Ich mache mal hier... Oh, schaut mal. Messi Island. 740 in der ersten Woche. Da bei den anderen war es ungefähr gleich.
Die machen wir mal ein bisschen kleiner, unsere Budget-Titel hier. Messy Island schauen wir uns nochmal mit an. Und wir haben in der ersten Woche 11.000 verkaufte. Das ist doch schon mal ein deutlicher Unterschied. Und unsere Forschungsabteilung ist auch durch. Dann kann sie jetzt weitermachen, Basketball erforschen und so weiter. Jurassic City und Football Champion werden noch erneuert. Und dann geht's ins nächste Spiel. So, da müsste ich jetzt eigentlich hier wirklich mal gucken, was ihr da gesagt habt. Aber das war auch schon Action, ne? Oder eine Tauchsimulation mit Eichhörnchen wollten wir machen. Habe ich vergessen? Nein, habe ich nicht. So, dann schauen wir doch mal, was wir jetzt machen. Also, eigentlich müssten wir auf jeden Fall eine Wirtschaftssimulation machen. Das muss ich jetzt auch tatsächlich machen. Und vorher müssen wir eine Engine entwickeln. Das ist also die V-Sim X-Gen, nicht Ben. Big Ben könnte man sie auch nennen, aber gut. Mit mittlerweile. Technologiestufe 2 ist das jetzt, weil wir 2D 8-Bit-Grafik und 8-Bit-Sound haben. Das ist aus der Technologiestufe 2. Das ist also ein Meilenstein, kann man sagen. Dass wir das für die Wirtschaftssimulation verwenden, ist natürlich albern. Aber die Wirtschaftssimulation gehört auch auf den PC. 13 Features, wunderbar. Wir verkaufen sie nicht. Und wir werden sie unterstützen, sobald Jurassic City da oben fertig ist mit dem Update. Wir machen hier Reporter und keine Ahnung was. Messy Island, wollen wir das nochmal bewerben? Ich glaube, das macht keinen Sinn. Was war denn das? Der Föhn hier, ne? Ah, okay. Klang wie ein Föhn. Könnt ihr irgendwas tun? Ihr könntet immer üben. Nelson Davis als Spielerlegende ist gerade erhältlich. Da gucken wir noch einmal, wer das ist. Programmierer. Kaufen wir. 83er Programmierer. Passt du da noch rein? Ja, passt noch rein. Rein mit dir. Das ist eigentlich lustig, dass die immer noch den Hauptteil machen, ne? So, das Ding muss natürlich jetzt wirklich auch. 1,5 Millionen hat das gekostet. Da muss ich fast mal drauf gucken. Also was haben wir da? Entwicklungskosten 1 Million, Marketingkosten 1 Million, Produktionskosten 836.000. Wenn wir da jetzt auf Jurassic City gucken, naja, hat auch Entwicklungskosten 1 Million und 500.000 Marketing. Okay, wir sind schon über der 1 Million offensichtlich, wenn wir was Neues produzieren. So, liebe Leute, und ich habe wieder nur ein Spiel geschafft. Aber wir machen das hier, wir sind bei 44 Millionen und der große Umbruch kommt hier bei 95 Millionen. Dann machen wir es nochmal richtig fett mit mehreren Entwicklungsabteilungen. Ich glaube, dann baue ich alles um. Aber bis dahin machen wir erstmal weiter und versuchen mal, ob wir auch mit einer Wirtschaftssimulation was Fettes hinkriegen. Wir sehen uns auf jeden Fall und ich sage bis dahin, macht's gut.